nein! Du musst sehr vorsichtig sein, ehrenwerter junger Wikinger. Diese Bambusstöcke kommen von sehr weit her, aus dem Land der Drachen. Sie sind etwas ganz Besonderes und sehr empfindlich. Ein gestohlener Sack, zwei gestohlene Säcke. Was kommt nach zwei? Captain! Halt die Klappe, Pocker, jetzt muss ich von vorne anfangen zu zählen. Nur deinetwegen. Alles auf Anfang. Eins, zwei. Nach zwei kommt vier, natürlich, nach zwei kommt vier. Wir können noch mehr kriegen, Chef. Halvers Schiff kehrt heute voll beladen nach Flake zurück. Du hinterhältiger Wolfsbarsch! Wolltest du das etwa für dich allein behalten? Warum hast du mir nichts davon gesagt? Aber ich wollte dir gerade sagen, ich habe einen... Du hast einen Plan. Wir folgen Halvers Drachenboot und entern die Wikinger auf hoher See. Mein Plan ist genial. Jeder auf seine Posten! Die Runen sagen, dass dein Sohn schon... Sieh mal, Paps! Da ist. Ah, wo hast du gesteckt? Ich hab was gekauft. Ein paar Stöcke? Wie viel hast du dafür bezahlt? Nur ein Goldstück. Wo ist der Pirat, der dir das aufgeschwatzt hat? Da bist du einem Dummschwätzer auf den Leim gegangen. Bin ich nicht. Das gibt eine schöne Überraschung für Ilvi und Mama und... Vergiss es, Junge. Wir lichten den Anker. Wir nehmen Kurs auf Flake. Ich kann schon Ilvas Grötzekuchen riechen. Bei dem Wind sind wir rechtzeitig zum Abendbrot in Flake. Ja, unsere Reise steht unter einem besonders guten Stern. Der Gott Thor beschützt uns. Wir werden sie wie Strandflöhe zerquetschen.